Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute werden wir Reitunterricht nehmen und es hat heute hier auch schon geschneit, wie ihr sehen könnt. Und wir werden jetzt auch nochmal die Pferde fertig machen und dann würde ich sagen, fangen wir an. So, wir sind hier gerade draußen. Huch, es schneit hier schon wieder. Naja, wir gehen immer weiter. Hallo. Hallo, Eva. Sollen wir schon zu der Reithalle reiten? Ja, ich komme auch gleich. Puh, ich bin spät dran. So, wir werden dich dann jetzt auch nochmal aufsatteln. So, ich bin jetzt schon fertig. Ich habe die Decke schon weggebracht und ich sitze auch schon drauf. Und genau, wir werden jetzt auch schon mal losreiten. Na komm, wir sind spät dran. Ja, ich bin jetzt endlich hier auch da. Entschuldige die Verspätung. Entschuldigung. So, ich glaube, ihr seid jetzt alle da, ne? Ja, ihr seid 6. Dann seid ihr alle da. Also, ich werde euch heute in Gruppen aufteilen. Und zwar 3 gehen zu den Springen. Da. Und 3 werden es noch ein bisschen Schritt, Trab und Galopp noch mal ein bisschen üben. Und genau, Carolina ist heute auch hier dabei und die hilft dann noch mal ein bisschen, die Schritt, Trab und Galopp halt lernen müssen. Und genau. So, also dann bildet mal bitte eine Abteilung. Und dann könnt ihr auch schon mal gleich anfangen mit Schritt. Jeder einzeln bitte, weil ich ja auch sehen wollte, ihr wollt ja schon das nächste Reitabzeichen machen. Von daher alle bitte erstmal Schritt. So, du kannst dich jetzt wieder hier hin anstellen. Jetzt kommt der nächste bitte. Na komm. Louis. Mann, Louis. Nicht schneller als Schritt, Louis. Mann, Louis, Mann. Naja, Louis ist aber auch ein schweres Pferd, von daher, aber es war okay. Na komm. Oh mein Gott, wir sind dran. Ja, du kannst jetzt auch mal anfangen. Okay, na komm. Einfach. So, jetzt kannst du ja noch mal Trab reiten und genau, also dann kannst du ja jetzt auch mal loslegen in Trab. Na komm, Anton, na komm, Terab. Terab. Oh, Terab, komm. Terab, habe ich gesagt. Ja, es war okay, aber naja, Anton ist halt ein bisschen lahm, aber okay. Louis, bitte zick jetzt nicht rum. Ich brauche das Abzeichen. So, jetzt kannst du auch nochmal anfangen. Ja, okay. Na komm, Louis. Ja. Oh mein Gott, du bist voll schön im Trab. Wieso bremst du denn jetzt? So. Ja, also dann könnt ihr denn jetzt auch noch mal weitermachen. Und genau, also macht bitte noch mal weiter. Und jetzt wirst du auch noch mal antraben. Und dann würde ich sagen, los, komm, trab ein bisschen an. Nicht galoppieren! Oh! Therapie, ja, super.
Okay, ihr seid zwar angaloppiert, aber okay. Ich muss jetzt auch nochmal, glaube ich. Kommst du bitte mal? Ja, ich wurde gerade gerufen. Und ich muss dann nochmal nach da. Ihr könnt ja irgendwas üben. Ja, wir üben Galopp. Genau. Wir üben nochmal Galopp, lieber. Ja, genau. Passt dann aber bitte auf. Oh. Kommst du bitte mal? Ach ja, Mann, ich muss jetzt auch schon los. Tut mir leid. Also übt nochmal fleißig weiter. Endlich bist du da, Mann. Ja. Ja, ich habe ja keine 100 Augen, damit du ein bisschen mitsehen kannst. Von daher, genau. Also kannst du das mitsehen? Ja, kann ich machen. Okay, was macht denn da drüben die andere Gruppe? Naja, sie macht ein bisschen Schritt, Trab, Galopp. Also gerade machen sie wahrscheinlich Galopp. Los, komm schon, Louis. Wuhu! Und, also, ja, okay, gut. Eine Überraschung für Sie noch geplant. Sie können später vielleicht noch einen kurzen Ausritt machen. Ja, schon, ne? Okay, gut. So, jetzt kann Eva mit Midnight bitte anfangen. Okay. Los, Midnight, komm. Midnight! Komm. Ja! Okay, ein Fehler. Ganz gut, jetzt reite ein bisschen weiter. Einfach zu uns einmal. Okay. So, kommst du jetzt bitte mit Max? Sabrina, komm. Ja, ich bin ja schon hier. Und fängst du an? Ich weiß, Max ist ein kleines Pony, aber okay. Mach einfach weiter. Okay. Na komm, Max. Wow. Ganz schön hoher Sprung. Naja, du kannst ja weit. Oh, nee. Max, ich wusste, dass du den nicht kannst. Nein, du bist ja auch klein. So, du kannst jetzt auch einmal nach da hinten reiten. Und du kannst jetzt einmal vorreiten. Ja, ich weiß, Prinz ist kein Springpferd, aber probier es einfach mal mit Prinz, okay? Okay, na komm, Prinz. Oh, Mist, Prinz. Oh, das war ja mal ein guter Ritt, mein Prinz. Oh, komm, Prinz. Und los, fang an. Ja. Prinz, Mann! Prinz! Oh Mann, wir verdämpfen heute den ganzen Tag. Sei bitte nicht so zu Prinz. Er ist kein Springpferd. Ja, so. So, brauchst du noch meine Hilfe? Nee, aber es wäre nett, wenn du dann nochmal später herkommen könntest. Ja, natürlich. Also, wenn es dir nichts ausmacht, könnte ich mit meiner Gruppe auch nochmal einen kleinen Cavaletti machen. Ja, natürlich. Ist okay. Okay, ja, genau, weil... Aber sie wollen mir ja eh jetzt mal im Galopp zeigen. Ich bin schon sehr gespannt. Und ich renne jetzt hier mal rüber. So, Mädels, was habt ihr denn so gelernt? Wer will denn anfangen überhaupt? Ja, ich bitte auf Anton hier. Okay. Galoppierst du bitte an? Ja, mach ich. Und los. Angaloppieren, los, komm. Ja, sehr gut. Und hinten anschließen. Sehr schön. Ein schöner Galopp von dir. Und jetzt werden wir jetzt, ich will jetzt mit Louis. Naja, Louis und ich sind ja jetzt halt nicht das beste Paar. Aber okay, wir werden es jetzt einfach mal probieren. Ja, mach das mal bitte. Ja, okay, ich fange an. Okay, komm Louis, bitte. Ich brauche den Galopp für dieses Abzeichen. Na los, fang bitte an. Okay.
Hui. Sehr schön. Wow. Nicht so nah an Antons Hinterteil, weil Anton mag das nicht so gerne. Und du rückst bitte auch noch ein bisschen auf von daher. Okay, ja gut. Dann fehlt ja jetzt noch Beauty, ne? Kannst du das denn auch mit Beauty? Ja, aber Beauty, naja, ist halt noch ein bisschen wechselhafter. Okay, gut. Dann fang trotzdem mal bitte an. Okay. Komm, Beauty. Bitte. Wow, das sah aber sehr, sehr schön aus. Auch bei Louis nicht so nah ans Hinterteil gehen. Und wieder weiter nach vorne, bitte. Sehr schön. Ich habe hier jetzt ein kleines Cavaletti aufgebaut. Huch, jetzt ist mir verrutscht. Mal hier rüber gehen. Okay. Ihr könnt da gleich nochmal rüberspringen. Ja, aber erstmal jetzt noch bitte noch nicht. Ich muss nochmal kurz da rüber gehen. Ja, kommst du bitte jetzt mal? Ja, ich muss auch kurz noch meiner Gruppe was sagen. Okay. Bitte noch nicht drüber springen, auf keinen Fall. Weil das kann sehr, sehr gefährlich sein. Und passt bitte auf, ihr könnt noch mal ein bisschen galoppieren. Und wenn irgendwas ist, ich bin ja da drüben. Wenn ein Pferd da trotzdem ohne Benehmen darüber springt, kein Problem, ruft uns einfach und haltet euch schön gut fest dabei. Okay, ich gehe mal rüber. Ja, was ist denn? Meine Gruppe wollte was zeigen. Ach so, ja, okay. Dann kann sie das ja mal auch zeigen. Weil wir fahren ja nächste Woche, glaube ich, so auf das Turnier. Und ja, also wir üben hier schon dafür. Ja, also wir gehen auf ein Turnier einfach so, wo man einfach nur Bahn reiten muss. Dann zeigt mal bitte. Okay, Midnight mit Eva, fangt ihr an? Okay, ja, ne, oder? Okay. Alles okay. Okay, dann fang mal bitte an, Eva. Okay. Komm, Midnight. Das ist unsere Chance. Ja. Du bist klasse, Midnight. Wow, also. Naja, ich reite ja auch. Und das hätte ich jetzt nicht so gut hinbekommen. Danke. Oh, Max, für Max wird es doch ein Problem. Max hat das eben richtig gut hinbekommen. Max, der fährt auch ja mit aufs Turnier und so. Die anderen, ja, sie hat auch mit Prinz, aber okay. Okay, dann Max, zeig mal, was du drauf hast. Und Sabrina natürlich auch, er gesagt. So. Okay, los Max, du schaffst es. So hoch musst du doch gar nicht springen. Weiß ich. Max macht es einfach so hoch. Aha. Oh mein Gott. Das war mega hoch. Also wirklich, ihr beide könnt mega gut springen. Und du auch. Jetzt bin ich gespannt auf Prinz. Oh Mann, ich... Bitte, Prinz. Okay, ich wünsche dir dann Glück. Ja, danke. Die Mauer werde ich verschönlich umwerfen. Was hast du gesagt? Ach, nix. Ist egal. Noch Sprint. Los, Prinz. Oh mein Gott, Prinz. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott, das war auch einen mega guten Ritt. Und da Prinz auch kein Springpferd, sondern ein Dressurpferd ist, war das auch richtig gut. Und ja, ich muss jetzt auch wieder zu der anderen Gruppe. Tut mir leid, aber genau, falls ihr noch irgendwas braucht oder so oder mich holen wollt, denn ich bin einfach da drüben, weil die anderen wollen ja auch nochmal über die Cavaletti springen. Und genau, ich renne mal rüber. Ihr könnt jetzt auch nochmal anfangen. Also wenn wir Erster
Okay, ich traue mich nicht. Also, ich lasse den anderen. Louis, wie war's mit dir? Willst du nicht als erstes? Nee, du kannst als erstes. Okay, wow, sehr, sehr mutig. Also, nein, dafür, dass es euer erster Sprung ist, ist ja egal. Okay, aber wie muss man sich eigentlich halten auf dem Pferd? Einfach ein bisschen hoch mit den Hintern und so. Ja, also nur nicht so extrem, wie du es eben halt gemacht hast. Okay, gut, dann fang jetzt bitte an. Okay, los! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Wow, das ist wackelig. Ja, die Großen haben den Sprung da drüben schon gemacht. Oh, ja. Wenn wir jetzt, willst du? Nein, ich traue mich nicht. Okay. Oh, Beauty. Naja, Anton ist ja auch kein Springpferd. Also, vielleicht fragst du einfach mal von einem da drüben, ob du irgendeinen von denen von einmal ein Pferd haben willst, darfst. Weil, naja, mit Anton kann man das eigentlich nicht so machen. Okay, mache ich gleich. Okay, aber Beauty, naja, kann mega gut springen eigentlich. Und das müsste jetzt eigentlich haben. Okay. Los, Beauty! Oh mein Gott, das war auch mega wackelig. Ich gehe dann mal rumfallen. Ich reite jetzt mal da drüben. Hey, da kommt jemand. Hallo, was willst du? Ich wollte nur fragen, ob ich ein Pferd oder gesagt Pony ausleihen darf, weil Anton ist ja kein Springpferd. Oh ja, willst du Midnight haben? Der ist ganz lieb. Oh, Midnight. Okay. Ich setze den Mädels, ich muss eine Runde aussetzen, von daher. Genau. Okay, dann steig mal bitte auf Midnight auf. Ja. Okay. 1, 2, 3. Hopp. So. Ja, sehr, sehr gut machst du das schon. Sehr, sehr schöne Haltung hast du auch. Und dann kannst du auch noch drüben reiten. Du hast Midnight bekommen, okay. Er ist zwar ein bisschen schwer zu lenken, aber okay. Er ist aber lieb, also kinderfreundlich. Okay, dann fangen wir an. Aber Midnight bitte nicht so die Zügel hochziehen. Midnight kann das nämlich schon sehr gut alleine. Okay, ich mach mal an. Wow, das war überhaupt nicht wackelig mit Midnight. Fandest du? Das war mega. Wackelig. Übrigens danke, dass du Midnight mir ausgeliehen hast. Ach, bitte, bitte, gerne. Wir haben noch was für dich. Euch, ja gesagt. Genau. Wir haben eine kleine Überraschung für euch gemacht. Nämlich, ihr seid jetzt schon so weit, dass ihr endlich mal alleine ausreiten dürft. Wirklich? Oh, ja. Genau. Und dürft dann nochmal ausreiten. Aber ich würde irgendwie Prinz oder Sabrina mit Max nach hinten gehen, weil Midnight muss vorne sein. Sie kennt sich ja hier am besten aus. Von daher, genau. Eine Abteilung. So, sie haben sich jetzt schon aufgestellt und ja, komm, Midnight. Tschüss. Ja, tschüss. Ach, süß, hier ist ja eine Ziege. Ich bin auch da. Anton, beeil dich. Ja, na komm, Prinz. Sind jetzt alle da? Ja! Ja, komm. Ach Mann, Midnight, bitte nicht so schnell die anderen kommen.
Baumstamm runtergefallen. Wahrscheinlich von den heftigen Sturm gestern. Naja, ihr könnt doch alle über Cavaletti springen. Ja, haben wir gelernt. Ja, das ist ein bisschen kleiner als ein Cavaletti, aber okay. Wir müssen hier über einen Baumstamm springen, okay? Oh, okay, gut. Okay, komm schon. Na, für uns ist es ja wahrscheinlich. Ein Waschbär. Ach süß, da ist ja ein Waschbär. Oh, da ist ein Esel. Ist alles gut gegangen? Ja, nur wir schwitzen halt ein bisschen. Okay, ja, okay, dann macht eure Pferde, sattelt die mal bitte ab und so. Und genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt meine anderen Videos und ich würde sagen, tschüss! Tschüss! Tschüss!